Ich weiß ja nicht, wenn da Knochen sind, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass hier nochmal welche in der Nähe sind, dann geringer? Oder ist das völlig unabhängig? Ich kann mir gut vorstellen, dass das unabhängig voneinander ist. Dass auch theoretisch zwei Schädel quasi in Anführungsstrichen direkt nebeneinander sein könnten. Warum laggt es so? Ach, weil er generiert hat, ne? So ein gutes Zeichen, oder? Wenn er dabei laggt. Das zeigt ja, dass er irgendwas konstruiert hat, was größer ist. Also entweder eine Mine oder ein Camp. Ich sollte mir mal mein Energieschild anmachen. Nicht so viel labern. Also labern kann ich ja, aber dann sollte ich mein Energieschild nicht vergessen. So, hier ist nix. Gut. Gehen wir mal ins Landesinnere. Klappern hier nochmal alles ab. Nochmal, hier haben wir eins. Zwei Wurzeln. Auch da halte ich immer die Augen offen. Aber es sind nur zwei. Ah ja, der Soldat, Alter. Komm. Tschüss. Naja, brüll, brüll, brüll. Ich weiß, er wird uns jetzt zwar verfolgen, aber ich glaube, das geht schon. Wenn wir einfach langsam weggehen. Oder soll ich den eben plätten? Komm. Verprügelt den mal bitte. Und ich baller so lange mit Frost drauf. Und er kann überhaupt nichts machen. Ist das grausam. Okay, Alter. Also dieser Stab, der ist richtig geil. Vor allem, der ist ja noch nicht mal auf Max, ne? Wenn der jetzt auf Stufe 3 ist, dann macht er wahrscheinlich auch mehr Schaden, oder? Oh. Sehr, sehr geil. Die neuen Stäbe gefallen mir sehr gut. Vor allem auch dieser Trollstab ist eine geile Idee. Ne? Dass man auch ein Vieh beschwört, das sozusagen so böse ist, dass es einen selber angreift. Finde ich irgendwie cool. Coole Idee. So, hier unten nischt. So, hier ist eine Laterne mit einem Zwerg. Das ist allerdings ein Magierzwerg. Wollen wir den mal kurz plätten? Ich habe Angst. Deswegen baue ich mir immer lieber ein Portal. Hier oben. So. Reiße ich gleich wieder ab, aber falls wir sterben. So. Und dann mache ich mal. Warte mal, ich stelle mich mal hier auf den Stein. Da bin ich in Deckung. Und dann mache ich mal ganz viele von den Dingern. So. Ja, die machen das schon. Oh Mann. Gut. Dein Weichgewebe hätte ich gern. So. Na, schon wieder keins, verdammt. Gut. Naja, was soll's. Wir haben es probiert und es war überhaupt nicht gefährlich für uns, Gott sei Dank. Portal weg. Und das Ding weg. Wo bist du? Da. Salve. Sehr gut. Er verzieht sich. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja, die Zecken kannst du ruhig werfen. Er macht seine Feuerbälle. Und tschüss. Hui! Huiuiuiui. Ich gehe mal hier oben auf den Felsen. Und gebe dir noch eine Salve. Feuerbälle. So, schön den Feuerbällen ausweichen. Und tschüss. Und du auch. Auf Nimmerwiedersehen. Einen noch. Ja gut, dann bleibt da. Hier ist der Gallenbeutel. Sehr gut. Ja, und da unten laufen jetzt noch irgendwo Zecken rum. Kein Problem. Ah, hier mein Lager der Zwerge. Halt, 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 halt. Nicht zu weit. Nein, nicht ins Wasser. Ah, wir sind ja sowieso auch an einem Küstengebiet, sehe ich gerade. Energieschild. Hui. So. Ach, das ist sogar eine Insel. Ja, da brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich im Wasser lande. Ja, dann jump ich hier mal wieder zurück. Huch. Oh. Na gut. Hätte ich sogar eventuell trocken bleiben können, aber was soll's. So, dann hier müsste das Festland sein. Da hinten sehe ich's.
Hä, wie bin ich denn hier hingekommen? Ach, weil ich hier auf dem Felsen war und einfach runtergejumpt bin. Na gut. Dann rüber geschwommen. Und hier weiter nach Schädeln gesucht. Auf der anderen Seite vielleicht. Ah, da kommt ein Kollege. Tschüss. Hier gehe ich mal hoch. Da, die Zecke von letztem Mal, die überlebt hatte. Tschüss. Na los, komm. Hoch hier. So. Und dann gucken wir mal hier unten den Boden weiter ab. Da ist was nass. Das sind die Zecken, ne? Soll ich die mal so plätten? Eine Ahnung. Ich glaube, sie sind tot. Vielleicht sind es auch nur Karnickel. So oder so habe ich sie umgebracht. Da ist noch was. Eine Zecke. Tschüss. So. Gut, aber hier ist nichts. Halt. Nicht wieder nass werden. Und hier lang. Und da hinten waren noch irgendwo Zwerge. Das Camp will ich mir mal näher ansehen. Ob es sich lohnt, das platt zu machen oder nicht. Ja, wo waren denn die Laternen? Wow. Keine Ahnung, aber hier ist auf jeden Fall eine Mine. Die trage ich mir direkt ein. Und du hörst mal schön auf, mich anzugreifen. Ich glaube, es hackt. Dein Loot möchte ich trotzdem ganz gern. Ich ignoriere die, ne? Also, weil, wozu? Sollte ich da jetzt reingehen oder sie sichern oder was auch immer? Bringt uns gerade gar nichts. Wir sind auf der Suche nach Weichgewebe und das finden wir nicht in einer Mine. Wäre mir zumindest neu. Hier unten gucke ich mal nach Schädeln, wobei dann von der Mine eventuell die ganzen Feinde kommen. Aber dann mache ich die halt platt. Ja, mehr hier, mehr als genug gute Stäbe für uns. Ah, und das Leuchten kam, glaube ich, gar nicht von einer... Das kommt von hier, ne? Aber waren da nicht zwei Lampen? Hm. Keine Ahnung. Gut. Wie dem auch sei, wir gucken hier weiter nach Schädeln. Da. Das sind die Laternen, die ich gesehen habe, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verliere hier sehr den Überblick. Wir sind ja aber auch in den Mistlands. Die sind dafür ja berüchtigt. Mann! Hier sind nur Waffen. Gib mir die guten Knochen. Hier muss doch irgendwo ein Titan gestorben sein. Hier haben wir Stein. Eine Wurzel. Und da sehe ich schon Silhouetten von Zwergen. Wie ich ja bereits meinte, werde ich nicht so vorgehen wie beim letzten Mal. Weil ich ja schon ganz gerne hier so schön einen Troll platzieren würde. Schön mitten rein. Aber ich glaube, die machen den so platt. Vor allem sind zwei Heilmagier, ne? Hm. Ich guck mal hier hinten, was geht da ab? Hier sind keine weiteren Zwerge. Ich gehe mal nach hier oben. Halt, Ausdauer. Und mach mir da ein Sicherheitsportal. Und dann würde ich einfach tatsächlich hier alles Mögliche runter beschwören. Wurzeln und Trolle. So viel wie geht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber erstmal mache ich mir oben ein Safe-Portal, wo die auf gar keinen Fall hinkommen. Hier, schön geschützt. Hier mag ich's. So, schiedenes Portal. Und go. Und dann schmeiße ich einfach runter da, ne? Ich stelle mich hier oben drauf und let's go. Soll ich mal da oben drauf einen Troll ballern? Komm. Wobei ich damit nicht so gut zielen kann, ne? Ich mach's trotzdem. Und die ganze Wut ist eingekracht. Geil, die sind nicht feindlich. Ja, prügel mal schön drauf da. Einen zweiten kann ich jetzt nicht beschwören, ne? Wenn ich jetzt einen zweiten beschwören will, dann macht er, glaube ich... Dann geht der erste weg. Hey, was willst du denn hier oben? Ach so, er will mich heilen. Oh, das ist ja süß. Dir ist schon klar, dass ich gerade deine Kollegen umgebracht habe. Scheinbar nicht.
Oh Mann! Tut mir schon ein bisschen leid. Hä, vor allem, dass das jetzt nicht als Angriff gezählt hat, das ist ja richtig geil. So. Kannst du den mal bekämpfen? Oder hat er die Treppe kaputt gemacht und du kommst da nicht mehr hoch? Hat er, ne? Nee, hat er nicht. Ah, da. Wird gefeidet. Ja, aber die Heildinger, die Heilmagier hielten den jedes Mal wieder hoch. Los, raste aus! Bam! Und nochmal. Wie viel Life hat der noch? Ich guck mal fix. Er ist down. Ja, dann mache ich noch einen. Oh Mann. Aber das hat ja sehr gut geklappt. Also nochmal so rein. Moin! Soll ich mal versuchen, den zweiten reinzuballern? Aber da geht der erste weg, ne? Ich glaube, ja. Nee, nee, du brauchst mich nicht heilen. Komm nicht immer zu mir. Komm, geh mal nach da und kümmere dich um den Troll. Dankeschön, ich bin geheilt. Kämpf da mal lieber. Ja, scheiße, Alter. Mit dem Hochhealen, das kann ja ewig dauern. Was ist denn mit dem anderen Magier? Ist der wenigstens schon down? Nee. Hier ist noch ein Schurke. Und los, töte ihn! Soll ich reinballern? Ich kann nicht widerstehen, weil der ist gerade schon so down. Und wenn jetzt ein Heilmagier seinen Zauber macht, dann... Ach, das sind doch zwei Trolle. Geil. Ich kann doch zwei beschwören. Ich dachte, weil wir den nur auf Stufe 1 haben. Aber das ist ja erfreulich. So. Den letzten Zwerg bitte auch noch killen. Sehr gut. Ah, nee, doch nicht. Das war sein Zauber. Der kämpft da noch. Wacker. Aber hier ist auf jeden Fall jede Menge Stuff. Das sammle ich schon mal ein. Oh, ist das viel Weichgewebe. Geil! Das hier kommt mal weg. Warum sind wir denn überladen? Wovon denn? Ach, von dem Stein. So. Ja, ja. Und ich mache hier auch platt. Und... Oh. Ach ja, na klar. Der kann ja Steine schmeißen. So, und tschüss. So, Weichgewebe. Hier unten liegt noch Stuff. Ich sammle alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Halt, ich kann mir hier noch ein Portal bauen, ne? Dafür muss ich das Ding zerstören. Warte mal. Wie viel Life hat das Ding? Ich weiß nicht genau, was am schnellsten geht. Wahrscheinlich Feuerball. Keine Ahnung. Obwohl, es ist ja aus Stein, ne? Ah doch, er ist down. Sehr gut. Dann schnell ein Portal hingebaut. Es wird doch gerade dunkel, kann das sein? Ich glaube, ja. So. Ach ja, mein Portal habe ich ja oben. Der lebt auch noch. Hm. So. Ja, ja, back da mal schön ab. Find mal schön den Weg nicht. Dann habe ich Zeit, meinen Mana zu regenerieren. So. Und noch eine letzte Salbe drauf. Und tschüss. So. Oh, Elementarmagie geskillt. Wir können uns einfach immer Trolle beschwören und die zerstören. Theoretisch. So, das Portal hatte ich nicht hier oben. Wo sind denn dann die Portalsachen? Hatte ich hier das Portal hingebaut? Oder? Ne, hier hinten in die Ecke. Stimmt. Ja, jetzt habe ich natürlich einige Sachen aufgesammelt, die ich eigentlich... Ja, Gold kommt weg. Dann die Augen, Weichgewebe. Das hier kann weg. Vier Edelholz. Ein von diesen Unterkiefern. So, mach ich mal. Dann Portal mitnehmen. Habe ich alles? Nein.
Ich trage zu viel. Wovon denn? Ach, von dem ganzen Kupfer. Das will ich aber eigentlich auch mitnehmen. Und wenn ich hier von 4 wegpacke, dann reicht das niemals, ne? Gut, weißt du was? 5. Portal. Aufsammeln. Und wir bringen das schon mal kurz rein. So, dann laufen wir mal schnell rüber und schmeißen den ganzen Stuff runter. 17 haben wir schon mal. Das war gar nicht so schlecht. Und ein bisschen Kupfer haben wir auch. Das können wir auch gut gebrauchen. Und zurück. Nachtmusik. Wir müssen uns beeilen. Aber das hier wollte ich noch fix eben hinter uns bringen, bevor wir weiterziehen. Hier, diesen ganzen Stuff aufsammeln. Ich gehe mal hier runter. So. Und hier haben wir schon eine Workbench gebaut. Da fehlt nur noch das dazugehörige Portal. So. Und dann sammle ich mal den ganzen Stuff auf. Wobei, eventuell. Ja, wir werden sehr schnell überladen sein, hiervon andauernd. Oh, der lebt noch. Zwei leben noch. Die will ich eigentlich auch nochmal killen. Weil das ist ja eben nochmal zwei potenzielle Weichgewebe, ne? Ah, hier ist noch mehr. Oh, und blaue Jute. So, das Holz weg. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Stattdessen den ganzen anderen wertvollen Loot. Das hier, dann den schwarzen Marmor weg. Wobei ich gerade denke, weißt du was? Können wir eigentlich auch mitnehmen. So. Dann hier vor. Alles hier hingeschmissen. Achso, immer noch überladen. Von dem Fuffi-Stack. Und wenn ich mich hier drauf stelle, kann ich das dann auch sammeln. Ach, komm schon. So. Und so kann ich das hier hinwerfen. Sehr gut. Das hier auch noch mitnehmen. Nichts zurücklassen. So, und hier drauf, hier drauf. Und das hier auch noch. Noch ein Zwambo-Stack. Gut. Das aufsammeln, das aufsammeln. Achso, wir sind vom Platz her überladen. Aber ich will das doch tatsächlich gerade mal alles mitnehmen. So. Und die Zwerge hier will ich eigentlich auch ganz gerne plätten. Soll ich hier noch einen Troll beschwören? Oder ich überlege gerade, wenn ich diese Wurzeln mache und die reinschiebe. Ah ja, die Wurzeln greifen die nicht an, wenn die nicht feindlich sind, ne? Ich gehe erstmal pennen. Können wir dann immer noch überlegen, wie wir das machen. Ich nehme immer hier so viel Stuff mit, wie es geht. So. Habe ich. Und hindurch. Sehr gut. Dann schleppen wir uns rüber. Und schmeißen den ganzen Stuff runter. Ja, 14 Kupfer haben wir sogar gefunden. Gar nicht mal so schlecht. So, hierhin. Und runtergeschmissen. Sehr gut. Dann gehen wir mal kurz ratzen. Und dann können wir uns sogar mit den zwei Zwergen anlegen. Wobei ich natürlich Angst vor denen habe. Aber ich würde die schon ganz gerne noch mitnehmen wollen. Aber erst einmal gute Nacht. So, guten Morgen und direkt weiter. Runder. Und wie machen wir die am besten platt? Mit Feuerbällen? Ja, ich habe eine Idee. Und zwar, wir platzieren hier ein paar von den Pflanzendingern. Wo sind sie denn? Da. Und wo ist dein Kollege? Da. Ich mache mal hier ein paar Pflanzendinger hin. Halt, erstmal Food. Energieschild. Ach, habe ich doch. Ja, jetzt habe ich es refreshed. Gut. Und wir müssen Mana aufladen. Ist noch Marmor? Ja, gut. Wir müssen es aufladen bis Max. Dann baller ich hier einige hin. Und dann laufe ich da in Deckung. Oder ich baller die hier hin. Hier so. Und gehe da in Deckung. Hauptsache, sie laufen dann durch. So. Und jetzt ein Feuerball auf die. Und dann hierher, bitte. Okay, das ging schnell. Und du auch nochmal. Alter, Feuerball macht ja richtig Damage an dem.
Gut, er ist down. Bitte Weichgewebe. Yes, sehr gut. Und ist hier, wo ist denn der andere? Gedeiht. Na, wo ist sein Loot? Hä? Ist der nicht auch hier gestorben? Hä? Keine Ahnung, wo ist denn jetzt die Leiche von dem anderen hin? Oder ist sie so weit weggeflogen vielleicht? Weil die so weggekickt wurde von dem? Nee. Hier ist gar nichts. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Gut, was soll's. Dann halt nicht. Dann würde ich sagen, wir packen unser Portal. Da oben liegt noch Stuff. Ja, komm. Das holen wir auch noch eben. So. Oh, wir sind überladen. Kann das sein? Ja. So. Und eine Laterne nehmen wir auch noch mit. Warum auch nicht? Da oben ist noch mehr Stuff. Ja, komm. Das lasse ich jetzt da mal liegen. Wir nehmen die Sachen, bringen die kurz ins Lootloch und gehen weiter. Perfekt. Ja, vor allem so viel Marmor wieder gesammelt, ne? Das Einzige, was es bringt, ist, dass wir es wieder hochschleppen können. Weil so viel schwarzen Marmor brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir bauen jetzt eigentlich nur noch mit dem neuen. Na gut, was soll's. So, rein damit. Und weitergelaufen. Perfekt. 5. Dankeschön. So und so. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, hier ist ja Küste. Da sind wir ja gerade schon lang gegangen. Da würde ich sagen, wir gehen mal hier an der Küste weiter. Allerdings nicht ganz an dem Wasser entlang, sondern schon eher im Landesinneren. Ich gehe mal hier so rüber. Komm schon. Ich will Schädel. Da ist wahrscheinlich wieder ein Zwerg am Schwimmen. Ich hoffe, das ist keiner von der Truppe, weil der wäre mir dann feindlich gesinnt. Ich gehe mal hier rein. Kann aber auch nur ein Karnickel sein. Ist ein Karnickel, gut. Sehr gut. Dann hier hoch. Wow. Ja, hoch, nicht runter. Sonst werden wir noch nass. Und hier sind wir wieder viel zu weit oben, ne? Deswegen gucke ich mal kurz hier lang. Aber da, man sieht es auf der Map. Da ist Wasser. Kann ich gleich knicken. So, hier kurz festhalten und rüber gejumpt. Ja, da ist überall Wasserenergieschild. Und hier rüber. Ja, hier suche ich falsch, ne? Ich gehe wieder ins Landesinnere. Weil ich glaube nicht, dass hier an der Küste, da ist ja sozusagen 50% weniger Chance. Wenn da überall Wasser ist. Weil ich glaube nicht, dass ein Schädel im Wasser spawnt. Da ist wieder das Vieh nass. Ich gehe mal nach da. Da ist unerkundet. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit das gleiche Gebiet 20 Mal absuchen. Nur um gründlich zu sein. Weil das bringt uns ja auch nicht voran. Hier haben wir bestimmt Wasser. Jo. Soweit, wie es hier nach unten geht. Und ich sehe auch gerade, auf der Minimap ist das ebenfalls eingetragen. Ich gehe mal auf den Stein und schwebe rüber. So. Ja. Hier runter. Wir sind schon wieder zu weit an der Küste. Ab ins Binnenland. So, hier hoch. So. Das hier sieht doch vielversprechend aus. Da höre ich es brabbeln. Es kann sein, dass da Zwerge rumrennen. Kein Plan. Oh. Das sieht ja geil aus, das Viadukt. Sehr schön platziert. Speichere ich mir mal ein. Warte mal. Das ist auf der anderen Seite des Wassers. Also hier so. V. Und weiter geht's. Hier ist noch eins. So. Da ist eine Base oder eine Mine. Ich glaube aber eine Base. Da ist eine Mine, ne? Da sind keine Dingens. Doch! Da ist blau. Eine blaue Flagge dran. Das heißt, das ist auch eine Base. Das hier könnte aber eine Mine sein. Ja, das ist eine Mine. Da sehe ich Viecher oben drauf. Die speichere ich mal ein. Und da habe ich direkt auch das Interesse verloren. Weil, was soll ich da? Da gibt es kein Waldgewebe. Tschüss.
So, und da hinten hoffe ich, dass es keine Base. Ah, doch, es ist eine Base. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es eine Ausgrabungsstätte, aber nee. Wir haben ja schon festgestellt, dass es eine Base ist, sonst wäre da ja keine Flagge dran. Ja, gut. Trotzdem erobern. Troll rein wieder, ne? Wie letztes Mal. Oh Mann. Tut mir schon ein bisschen leid, die Zwergis. Weil die sind so cute und so lieb. Immer so, pass auf dich auf und so. Und dann beballern wir sie einfach. Sei gegrüßt. Hm. Wieder zwei Heilmagier, das gibt's ja wohl nicht. Und was habt ihr hier oben noch an Truppen? Ich schau mal eben. Ein Frostmagier. Das ist auch sehr schade, weil unsere Trolle kriegen ja extra Damage von Frost. Aber wir haben ja auf jeden Fall einen Felsen an der Seite, ne? Da kann ich mich schön positionieren und eine Trolle runterschmeißen. Ich glaube, das mache ich auch.